endlich! Was heißt du endlich, hä? Hast du vielleicht gemangelt, dass du zu tun hast, es ist Alarmlob oder wie? Was? Ich hab dir doch gesagt, du sollst in die Apotheke und sollst mir Kohletabletten holen. Alle weh, Kohletabletten und noch in der Apotheke, hä? Hey, ich komme jetzt vom Dreh da nicht vom Kabinett runter, ich muss unbedingt Kohletabletten. Erst, ich hab dir jetzt doch Fenstertee gemacht, dann werde ich gerade so gut wie im Apotheker seine Kohletabletten. Und es ist billiger. So, trink. Ah, schliegen wir zu Weiss, hä? Langsam, mal. Der ist schon ekelhaft. Du hast schon gar kein Zucker drin. Du sparst schon gar noch am Zucker. Und fängst du schon auch Künstgänz drin. Ja, ich übertreib jetzt nicht, Herr Martin. Ich hab dir ein halbes Zucker daneben gemacht und ein halbes neben vom Fenster. Was? Ein halbes Zucker und ein halbes Löffel vom Fenster? Du, nein, du. Ich komm jetzt schon da und hab nicht vom Kabinett runter. Und der Mann bringt's fertig mit ein halbes Zucker und ein halbes Teelöffel Fenster ins Wasser machen. Ja, Mann, so geht's besser, hä? Wir müssen sparen, Matthias, la Krise, passe par là. Sparen, la Krise. Ich schäle nur mit das von da morgens bis in die Nacht. Nein, la Krise, Mensch, ich hab Krise nicht genug. Ja, ich weiß es ja, Miguel, ich weiß es ja. Gallenkrise, Gedärmkrise, Leberkrise, Magenkrise, hä? Die sind aber bloß Krisen im Vertisch von der Finanzkrise. Gau. Ah, das sind nur Krisele. Na warte, ich wünsche dir mal so eine Krisele, nur eine Nacht. Herr Matthias, nicht zu hören. Hey, nicht so. Wenn jetzt jeder wie geschissen auf der Welt nur ein halbes Zucker hier in der Tee gemacht hat, statt ein ganzes, dort hätten wir so grosso modo à la Lust. Bis zu 10 Tonnen Zucker spart. In da! Jetzt rechnen wir die Summe aufs Jahr. Da kommst du auf eine astronomische Zahl. Und das? Bloß weil wir halben Zucker, ne, Matzi? Wir müssen sparen. Oh! Ah ja. Der Zucker, ah ja. Was ist denn Zucker? Ich rede jetzt nicht vom Zucker, ja. Ich rede von dem Geld, wie die Bank verloren hat, bis das die Krise gekommen ist. Ah ja, wieso? Ist der Zucker so teuer momentan? Ah ja, ist er so teuer momentan? Hey, das sind Milliarden, Milliarden, Hunderte von Milliarden, sag ich dir das, das müsst ihr jetzt wohl in den Kopf stehen, oder? Hä? Hunderte Milliarden? Nein, nein, ist er aber dir, hä? Ah ja, ist er dir, der Zucker, oh mehr ist dir, ah ja, das müsst ihr feststellen. Oh. Hä? Wie, Emil, wenn wir nur ein Zehntel jetzt von diesen Milliarden hätten, du, Mensch, Emil, ein Zehntel. Ja, hey, Martin, das müsst ihr in den Kopf stecken, das ist Geld, wie nämlich da ist. Das ist Geld, wie verschwunden ist und Geld, wie neben da ist, und den Brüchen wir kennen, oder? Es ist verschwunden. Ja, wo ist es denn verschwunden? Ah, wo ist, aber verschwunden ist, voilà, so schon. Einfach zu dir, nichts mehr ist verschwunden. Hunderte von Milliarden, einfach so verschwunden. Ja, das muss man jetzt erklären. Also, Herr, erklären, also, ich, aber es ist komisch, ja? Ich muss mir nur alles erklären. Und dabei ist es so einfach. Ja, wenn das so einfach wäre, hätte ich es auch schon verstanden. Ah ja, das ist jetzt wohl, was du sagst. He? Also erst, die Krise ist zustande gekommen. Weil, also, oh. Hey, so einfach ist das wieder nicht. He? Überhaupt, wenn die Krise ganz Welt betreffen wird, das verstehst du ja auch nicht. Ja, ja, bis jetzt schon. Aber wie es zustande gegangen ist, weiß ich, immer noch nicht. He? Ah, Anfang, Anfang hat es die Leute. Mit dem hat es angefangen, mit gewöhnlichem Papier. Mit Schisspapier? Schisspapier, wo Pyrien, ja, ah, ja, ganz genau. Hey, ich mache dir jetzt ein Beispiel. Aber ich mag dir so einfach wie möglich, dass du es am besten bestellst, gell?
Ja, ja, man muss das tun, weil ich schwierig spüre es bald wieder. Also hey, in Amerika ist auch im Land von der unmännischen Männlichkeit, verstehst du? Da hat eine junge Frau ein Quatschablonen gehabt. Aber in New York. Aber nicht im Getüsten und im reichen Kaffee. Nein, in Arbeitsfähigkeit. Das mag ich nicht, das verstehe ich schon. Und immer einmal ist der Quafferladen neben der Laufen. Hey, oh, wo sind Sie in New York? Ist schon für Konkurrenz nicht? Ah, eben. Und die hat kein Tier gehabt, überhaupt nichts. Aber dann hat die eine großartige Idee bekommen. Sie hat aus dem Laden ein bisschen gemacht. Die hat er umgebeugt in ein schönes Wesse Privé. Nicht typisch. Nein, ein schönes Wesse Privé. Aber alles drum und dran. Ne? Da sind 20 Schüsseln, 20 Sturinois und ein großer, schöner Becken für die Hände. Ne? Nicht hell gesehen da hinten. So, da hat es geglänzt. Hast du gerade gemeint, das ist wie noch das ganze Jahr. Also, wunderbar, schöne Toilette. Mittes in New York kann ich. Er wird wenig mit Mittes in New York. Ah ja, wenn ich das habe. Aber herrsch, noch einmal dahin, noch hätte ich fest und still. Das kann sie auch nicht so richtig schlafen. Verstehst du? Ah ja, die hat nämlich Geld verlangt in den Leuten. Und die Leute, die haben $1 müssen bezahlen. Für das große Geschäft. Und 50 Cent. Das kleine, und die sollen noch die Leute nicht bezahlen. Oder nicht können bezahlen. Weil, so wie ich davor gesagt habe, das ist schon arbeitsfähig gewesen. Schade. Schade? Ah ja, schade. Aber dann hat die Jungfrau schon wieder eine gute Idee gekriegt. Die hat gedacht, dass ich die Leute anschauen kann, wenn die vielleicht ihr Geschäft auf Kredit machen könnten. Auf Kredit? Ah ja, Martin, auf Kredit hast du richtig gesehen, auf Kredit. Die ist sogar sofort nichts gegangen und hat den Däfel aufgehängt und hat aufgeschrieben. Da hinten kann man pinkeln und schießen auf Kredit. Im Rahmen der Kritik wieder kommen. Das ist, das müsst ihr zählen, aber das ist eine Rennerei, das stimmt wohl ein bisschen. Eine Rennerei, sag ich dir. Die Polizei hat mir eingegriffen für den Verkehr zu machen. Von überall sind sie gekommen. Von ganz New York. Vom ganzen Süden, den Rest von Amerika. Da sind sie sogar gekommen. Von Florid. Ganz unten, verstehst du? Und warum? Bloß, die haben umsonst zu schießen. Aber nicht ganz umsonst, verstehst du? Nämlich, die junge Frau hat alles aufgeschrieben, was jede Kommission gemacht hat, was er gepindelt hat und geschissen hat. Die hat aufgeschrieben. Aufgeschrieben. Da und da hat sie geschrieben. Was hat sie geschrieben? Da, das Kabinettpapier, da hat sie geschrieben, ah ja, die hat jeder Name von jedem Schießer dort draufgeschrieben. Was ist denn da? Kabinettpapier. Sind die gekommen so? Ah ja, die hat dort draufgeschrieben und über einmal sind die Menschen, da sind ja alles mehr gekommen. Von überall sind die gekommen. Hey, da sind sie sogar gekommen, wie kommst du die Bäden? Bloß, weil ich umsonst nicht bin. Also, die Schießerei ist für sie nicht bezahlt. Die sind bloß gekommen, für den von dem Schießkredit zu profitieren. Aber, hey, die sind so dann ein Jahr, zwei gedauert. Und die Jungfrau, die hätte mehr Geld verdient. Verstehst du? Aber nicht ganz direkt. Die hätte ja das Geld von den Schießkrediten nicht gehabt. Aber virtuell hat die eine Menge Geld verdient. Und Achtung, hat die jetzt, obwohl das ihr Geschäft so gut gelaufen ist, hat die Frau durch ein Geld gebüßt. Verstehst du? Was so klar ist, hat sie sofort in den Baum gegangen. Und die haben sofort den jungen Mann geschickt. Dort ist gekommen,
hat es vertraut. Der hat gleich gemerkt, dass es wäre viel, viel besser läuft wie alle anderen. Und hat der Jungfrau sofort ein unbegrenzter Kredit angeboten, Matthias. Nicht Mensch, ein unbegrenzter Kredit. Die hat ja gar kein Geld, hat wird so gut zu bezahlen. Es hat im Bank ja nichts gemacht. Er hat schon die Papiere oder kennt mit denen nehmen drüber von denen Kindern, von denen Kreditschießer drüber. Verstehst du? Ja. Ich bin wieder schon entschieden. Und Achtung, da hätte noch der Frau gesagt, sie kann ja ruhig bei der Herr. Verstehst du? Im Moment kostet es nichts. Ja. Und die hat es gemacht, die hat Prise Ah, und hopp, auch noch die hat es gemacht. Jetzt hätte die Schießerei wie die alten Wagen gekostet. Aber zwar nicht okay. Die Pinkerei ist als Doppelte gewesen. Aber die Leute sind trotzdem gekommen, verstehst du? Es ist schon im Moment noch alles umsonst gewesen. Und die Frau, die hat ja ihren Kredit von der Bank angegeben. Sie hat ja Geld hinwählen. Ah ja, und Baum, die hat ja von diesen Schissen die Schuldbuch hat nicht. Als Absicherung nicht, ah ja. Ah ja, und in Form von Schisspapier mit den Namen drüber. Verstehst du? Und wenn du bekämpft ist, verstehst du, kannst du mit Schisspapier nichts anfangen. Noch hat die Baum das Papier geändert in Baum. Das wird nicht wissen, was das ist. Dann sind die Schisspunkte. Und ist dann S-Bubo, D-Bubo und B-Bubo. Kommst du mit? Die haben zusammen in dem Schießpapier ein Bergen für in den Litzen glauben wollen, was es da ist. Und dann sind sie mit dem ganzen Bubo an den Bubs gegangen. Aber zuerst und es ist abgesichert, verstehst du? Und eine Versicherung mit der Dame. Und jetzt hebt die an der Lotte. Von einem Tag auf den anderen haben die Aktionen einen riesen Gewinn gemacht an der Bucht. Obwohl, die Bucht, die sind immer noch gekauft worden. Die Leute haben immer noch nicht gewusst, was es ist. Verstehst du? Ob ich mehr das Glitzen dieser Frau sind, oder für die Schießen? Wie mehr haben die nicht so Bunker? Wie mehr sind die Aktionen? Wie mehr hat Geld, hat man Geld verdient? Und die Bankmanager hat heute eine Bonifikation von mehreren Millionen. Stellst du dir das vor? So viel Geld. Nur mit Schissen. Ich habe noch nicht an das Geduld. Ein Jahr, zwei, bis das wohl so bald, man hat schon so krumme Idee. Sagen, du, wie wär's, wenn wir jetzt das Geld in Gravität von diesen Leuten? Oh je, wie sie es machen haben wollen, haben die festgestellt, dass die Leute noch gar nicht bezahlen haben können. Und weil du bekämpflich, verstehst du, kein Geld in Gravität kannst bei jemandem, wie ich es du, hat die Bank von einem Tag auf den anderen 95% verloren an der Buchs. Amen. Und in der Zwischenzeit sind die noch auf die Jungfrau losgegangen. Aber die hat ja auch gegeltet. Verstehst du? Ich, der Papierlieferant, hat bankrott gemacht. Papierindustrie, in denen sind sie an den Hals gegangen. Die haben noch so Menge Leute eingestellt, die da und nach geschafft haben, für das Papier zu produzieren. Da, das ist Papier. Und wie jetzt kein Teufel mehr will. Eben leicht das. Alle haben verboten gemacht, Papi. Alle haben stehen. Alle? Aber nein. Nicht direkt alle. Bank. Wie der Kredit gemacht hat in dieser Jungfrau? Ah, die haben alle zurückgekriegt. Ja, von wem haben sie das Geld zurückgekriegt? Wem? Ah, vom Staat? Okay. Ist der nur da drin freut, oder wie? Ah, der Staat, der lässt doch die Bank im Stich, oder?
So, Mathilde, hast du jetzt verstanden, von wem und wo die Gitarrenseite gestanden worden ist? Ja, ja, ich hab's verstanden. Das ist nur, weil die im New York umgesund geschissen und gepinkelt haben. Mathilde, halt, so. Und dann dran sparen. Nicht mehr wie zwei Plattformen. Und kommen wir mit dieser Scheiße nicht mehr raus. Jetzt reden wir es. Und klar. Jetzt bin ich auch. Ja. Und klar, dann machen wir mal ein bisschen weiter. Ich hab's euch gesagt, jetzt so ist es passiert. Sie haben Geld, auf Kredit in der Lied und haben versprochen, dass sie noch Proprietär wären von ihrem Haus und aus dem CCD. Und am Ende ist alles geplatzt. On connaît la chanson. On connaît la chanson. Tu la connais la chanson? Bah, joue-la alors. Ja, ja. Spielt mir unter Remis, ja? Ja, Schulden, man hat nur noch das. Schulden, alle haben Schulden. Du hast Schulden, ich hab Schulden. Die Städte haben Schulden. Ja, ich hab doch gehört, dass die Stadt Marseille, 2 Milliarden Euro Schulden hat. 2 Milliarden Euro! Kannst du dir vorstellen, was du schaffen kannst, bis du es verweigerst? 2 Milliarden Euro. Zum Bürgerkrieg haben es Leute wie denken. Ja, aber ich mache es eigentlich Leute wie denken. Und da ist einer gekommen, so ein Funktionär Municipal. Und da haben wir gerecht, dass wenn die Bauer Poubelle Männer einer da streiken in Marseille, dass dann statt Marseille 230 Euro spart pro Tag. Ja, sparen. Ja, richtig geht sparen. Das hilft mir gar nicht. Ja, und es ist nicht fertig. Dann hat der Schleuler wieder gemacht, hat seine Kalkulation wieder genommen, dann, und dann hat er feststellen, dass, wenn jetzt die Bubenen Männer 48 Jahre lang streiken, dass dann statt Marseille kein Centime mehr Schulden hat. Ja. 48 Jahre streiken, nur beim Streiken und keine Schulden mehr. Ist das keine saubere und propere Idee? Ja, wenn es ein bisschen stinkt. Ja, die Schulden sparen. Du musst dran denken, Gedanken. Und das Geld? Ja, Geld. Geld, Remes, Geld! Nehmen Sie Geld! Nehmen Sie Geld! Die wie nichts haben oder wenig Geld, die bezahlen keine Steuern. Die wie viel haben, die bezahlen auch keine Steuern. Ja, wer bezahlt dann noch Steuern? Ist jemand da bezahlt, die Steuern bezahlt? Da, der hat Hand gelüpft. Ah, das ist der Remo Weisenbauer. Er kennt einen Unterbezahl der Steuern mit seinen ganzen Quadratur. Aber Chapeau. Das ist der einzige, der Steuern bezahlt. Chapeau. Aber du hast keine Angst, dass ich den anderen auslachen, weil du der einzige bist, der Steuern bezahlt. Aber doch, wenn immer keine Steuern bezahlt, dann geht's nicht. Der Staat muss unsere Steuern haben. Und wir müssen uns das ins Gewissen nehmen, als potenzielle Steuerbezahler. Wir müssen jetzt ein Spiegel nehmen, uns anrühren und uns freuen. Soll ich jetzt anfangen, Geld verdienen? Oder soll ich ehrlich bleiben? Ja. Steuern, Geld. No, da haben wir noch ein Problem. Problem Nummer 1, das Klimawechsel. Le Changement Klimatique, le Réchauffement Klimatique. Das ist Problem Nummer 1. Und Sie wissen nicht, was machen. Sie haben schon alles probiert. Bioethanol, Bicyclette électrique, Bois sur Perche, sans auto, Diesel und so weiter. Nichts geht.
Jetzt hätte ich eine Idee. Gleich den Rest auf Mobil. Das ist eine Schnapsidee, ne? Wenn jetzt alle Frauen die kalte Füße haben. Gell, sind ein paar im Saal? Frauen die kalte Füße haben. Wenn jetzt die ganzen Frauen die Haare kommen zu uns und sagen ihrem Mann schon kalte Füße. Wenn jetzt die ganzen Frauen das Fenster aufdaten machen und ihre Beine müssen dann lehnen. Dann könnt ihr für den Schöpf machen, gehen der Rest und machen Klimatik. Ne? Das ist eine Schnapsidee, ja. Otuka, Frauen und ihre legendäre kalte Fees. Das ist das Problem. Oh, ja. Ah! Madame Beck, trat ihr Leid. Die arme Frau mit ihrem Mann verloren vor einem Jahr, immer unvoll. Und sie trat ihr Leid wie Kind. Sie macht sogar noch ein bisschen mehr mit dem Leid gerade. Ja! Sie trinkt jetzt nur noch Schwarztee. Sie isst jetzt nur noch Schwarzbrot mit Schwarzwurzeln. Wenn sie reist, reist sie schwarz. Und wenn sie schafft, macht sie schwarzer weiter. Und manche Besitzungen sagen sogar, dass sie mit dem Schwarzen ins Nest ist. Müssen die mauvaise langue. Enfin, les femmes sont capables de tout. Und jetzt kommt die Affäre vor in dem Gericht. Die Affäre mit dem Tod von ihrem Mann. Jetzt löhne mal, was du da siehst. Ah, tut!